Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und hier aus dem Krankenlager. Man hört es mir vielleicht auch so ein bisschen an. Ja, die Sommererkältung ist jetzt auch nicht an mir vorbeigegangen. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht hier um dieses Video. Es geht um die Reaction. Ihr habt den Titel schon gesehen. Denn 2003 haben Ozone den Titel Dragostar den Tay rausgebracht, der zeitgleich noch von einer anderen Band in den Charts war. Und das ist so der Song, den ich in der Zeit auch am meisten gehört habe. So 2003, 2004, 2005. Was daran lag, dass das der Lieblingssong meiner Nichte war. Die war damals noch sehr klein und musste den Song den ganzen Tag hören. Hatte da auch die Single von. Die hat mein Papa, also ihr Opa, ihr dann auch irgendwann geschenkt. Und die lief dann immer und immer und immer. Und jedes Mal, wenn ich da bin, lief Dragos da den Tee. Ja, das war der kurze Exkurs zu dem Lied. 2021 haben Feuerschwanz ihr Album Memento Mori, nee, Memento Mori rausgebracht. So heißt es, Memento Mori. Wo der Song auch drauf ist, wo sie eine Coverversion von dem Song drauf haben. Und jetzt gibt es da noch ein Video, Video zu. Official Live at Wacken. Ich würde sagen, da schauen wir rein. Da hören wir rein. In der Hoffnung, dass das hier nicht gesperrt wird, weil Wacken und so. Los geht das. Ah. Ich habe den Song von Feuerschwanz tatsächlich noch gar nicht so oft gehört. Ein paar Mal auf Partys, aber bewusst noch nie selbst angemacht. Wie gefällt euch der Song von Feuerschwanz eigentlich? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo. Nicht vergessen. Ich meine, der ist schon geil von denen. Muss man den ja echt lassen. Das ist schon eine geile Show, die wir liefern. Muss man den ja mal lassen. Geile Stimmung da, klar. Aber warum spielen die, wenn es noch hell ist? Ja gut, Wacken spielt so viel Großes. Geiler Song, geiles Video, das macht Spaß. Ich muss ja auch sagen, ich höre Feuerschwanz ja seit dem ersten Album von denen.
Wann kam das raus? Och, weiß ich gar nicht. 2005? Ja, das ist jetzt grob geschätzt. Kann auch früher oder später sein. Ist ja auch egal. Und ich habe die damals auch schon das ein oder andere Mal auf Konzerten gesehen. Auf kleinen, wirklich winzig kleinen Konzerten. So, ich sag mal, 150, 200 Leute vor der Bühne, würde ich behaupten. Wird mittlerweile ja gar nicht mehr gehen. Die könnten so eine Tour gar nicht mehr machen. Da wäre jedes Konzert nach 3 Minuten ausverkauft. Aber ich fand's cool. Ich habe so damals das ein oder andere Mal halt gesehen. Ich glaube, das Kleinste, wo ich sie gesehen habe, war in Wuppertal. Da war es wirklich klein. Da, im LCB. Da habe ich sie noch. Ist ja auch egal. Und da waren sie auch mit ein paar anderen Bands dann. Bands, die es zum Teil gar nicht mehr gibt. Wo mir jetzt aber auch die Namen nicht mehr einfallen, wie die Bands hießen. So, ich kenne auch die Songs von denen. Aber selbst da fällen mir auch die Namen nicht mehr ein. So. Wenn es mir einfällt, blende ich es hier ein. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Ich muss sagen, geil. Also ich finde, von damals haben die schon, die haben ja immer Spaßmusik gemacht. Damals war es halt weniger Metal, als ich sie gehört habe, sondern mehr Mittelalter, halt ohne E-Gitarren, so quasi ohne Geballer. Hat mir aber damals schon, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir letztens noch mal die Prima Nocta angehört. Das Album von denen habe ich, das lief dann auch den ganzen Tag irgendwie in Dauerschleife. So, es macht mir halt Spaß, sowas zu hören. Ich komme ja aus der Mittelalterszene und deswegen habe ich da auch Spaß an solcher Musik, wenn es halt wirklich ohne Geballer ist. Wenn man, dann braucht man halt auch den Zugang zu. Für viele ist es dann halt, viele würden sagen, nee, das ist Schlager. Eine Wolle, falls du das Video hier guckst, ist kein Schlager. Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen am Arsch, ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, und Dragostea den Tei, so wie habe ich ja eben schon erzählt, war irgendwie der Song, den ich damals am meisten gehört habe. Blieb da halt nicht aus, lief dann von morgens bis abends bei meiner Nichte. Ich glaube, der Song läuft da heute immer noch von morgens bis abends. Nee, das glaube ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, habt ihr auch so einen Song, den ihr so in Erinnerung habt, wo es eine Coverversion zu gibt, den ihr wirklich früher, oder allgemeinen Song, den ihr wirklich früher so oft gehört habt, aber nicht, weil ihr den angemacht habt, sondern weil den andere gehört haben, aber den ihr trotzdem feiert. So der Lieblingssong von irgendwem, wo ihr denkt, der hat euch damals so ein bisschen genervt, aber tendenziell ist das ein geiler Song. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.